Diese Sendung wird dir präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Während wir immer noch darauf warten, bis die FIA bekannt gibt, ob und wenn ja, welche Strafen es für Max Verstappen gibt, blicken wir mal auf die weiteren drei Themen, die wir noch haben. Und wir bleiben eigentlich im Red Bull-Kosmos, kann man sagen. Und wir haben das ja auch schon in den vergangenen Tagen, auch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder auch darüber berichtet, über die zahlreichen Aussagen von Helmut Marko, dem Motorsportchef von Red Bull, der eigentlich gefühlt fast keine Gelegenheit ausließ, um über Sergio Perez zu sprechen. Und wenn er über ihn sprach, dann waren das meistens keine wirklich lobenden Worte, sondern im Gegenteil, es waren verschiedene Arten von Kritiken. Und jetzt jüngst in seiner Aussage, die er nämlich beim hauseigenen Sender, nämlich Servus TV, getätigt hat, da ist er jetzt, da gab es jetzt ein Nachspiel für ihn. Und diese Aussagen von Helmut Marko gingen so weit, dass ihm sogar Rassismus vorgeworfen wurde. Und mit diesem unbedachten Interview, das da Helmut Marko bei Servus TV eben abgab, weil er da eben über die inkonstanten Leistungen von Perez sprach und dabei Bezug nahm, dass das mit seiner Nationalität irgendwie zu tun haben könnte, dass er da sich deshalb nicht so konzentrieren könne wie ein Max Verstappen oder ein Sebastian Vettel, da hat er den Zorn vieler da auf sich gezogen. Und das ging sogar so weit, dass nämlich jetzt auch die FIA sich in diese ganze Thematik eingeschaltet hat. Und das ist auch fast schon ein Novum, dass die FIA nämlich eine Person des Motorsports verwarnt und rügt, die ein Interview in der Muttersprache abgab. Also Helmut Marko, der logischerweise auf Deutsch, auf Österreich, wie auch immer man es bezeichnen will, ist eigentlich eine Seltenheit, dass da die FIA sich einklingt und dann da dieses Verhalten oder diese Aussagen verwarnt. Und das gab es nämlich von der FIA, eine Verwarnung in schriftlicher Form. Das hat eben die FIA auch bestätigt gegenüber der englischsprachigen Ausgabe von motorsport.com, in der es heißt, wir können bestätigen, dass Helmut Marko eine schriftliche Verwarnung erhalten hat und an seine Verantwortung als öffentliche Person des Motorsports in Übereinstimmung mit dem FIA-Ethikkodex erinnert wurde. Ja, es kommt auch nicht so häufig vor. Also da ist dann mal ein bisschen Helmut Marko mal ein bisschen die Schranken aufgewiesen worden. Und wir können uns mal diesen Paragraphen 1.2 des sogenannten Ethikkodex uns mal anschauen. Und in dem heißt es nämlich, es darf keine Diskriminierung zwischen den Teilnehmern an den FIA-Aktivitäten aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung, ethnischer oder sozialer Herkunft, Sprache, Religion, philosophischer oder politischer Überzeugung, familiärer Situation oder Behinderung geben. Ja, und auf diesen Paragraph 1.2 des Ethikkodex bezieht sich eben dann auch die FIA mit ihrer schriftlichen Verwarnung und hat da ihn so ein bisschen daran erinnert, an seine Verantwortung in der Verantwortung als öffentliche Person des Motorsports. So. Perez selber, der hatte mit den Aussagen, die Marko da getätigt hat, zumindest mal dann zum jetzigen Zeitpunkt keine größeren Probleme mehr. Er hat sich da wohl auch nicht angegriffen gefühlt und hat Folgendes ausgeführt. Ich kenne Helmut, ich weiß, dass er es nicht so meint, wie es verstanden wurde. Wenn man die Aussagen isoliert liest, können sie ziemlich respektlos wirken. Aber wie gesagt, ich kenne Helmut. Das hilft sehr dabei, zu verstehen, was er wirklich meint. Er hat sich persönlich bei mir entschuldigt. Das, was wirklich zwischen uns passiert, ist mir viel wichtiger als das, was draußen darüber geschrieben wird. Naja gut, wobei die Stimmung ja auch nicht gerade die beste ist. So kennen wir natürlich dann auch Helmut Marko. Mit dieser Aussage ist er dann auch wirklich doch ein bisschen über die Grenze hinausgeschritten. Lewis Hamilton aber hat ja auch wirklich Helmut Marko für sein Verhalten und für seine Aussagen heftigst kritisiert und auch im Kern gesagt, dass es wohl noch viel Arbeit bedarf, damit eben dann auch es keine Diskriminierung dieser Art mehr gibt. Also Lewis Hamilton, der war natürlich auch alles andere als begeistert, nachvollziehbar. Lewis Hamilton musste in seinem Leben ja schon öfters leider Gottes negative Erfahrungen machen von rassistischen und diskriminierenden Äußerungen.
Und dass da natürlich er da besonders sensibel reagiert, wenn dann da ein Helmut Marko solche Töne von sich gibt, ist er dann irgendwo ja auch recht nachvollziehbar. Also, eine Rüge, eine schriftliche Verwarnung, die es für Helmut Marko gab. So, haben wir es an dieser Stelle auch. Und er hat sich ja schon im Vorfeld von dem Singapur Grand Prix nicht nur öffentlich entschuldigt, sondern eben auch erklärt, er werde dazu nichts mehr sagen. Hat es aber so ein bisschen, man kann es missverstehen, er hat es ein bisschen so formuliert, so nach dem Motto, sage ich jetzt besser vor dem Singapur Grand Prix nichts mehr, weil man ja, die Stimmung bei Perez nicht noch mehr vielleicht irgendwie aufwirbeln wollte, weil man gewusst hat, dass das ein schwieriges Wochenende wird. Gut, jetzt ist Perez 13., wäre es wohl dann auch, naja, jetzt kann er sich ja wieder äußern, aber wahrscheinlich oder hoffentlich eher ein wenig zurückhaltender an dieser Stelle. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.